Go Fake Yourself spielen wir. Go Fake Yourself ist eigentlich, es ist ein ganz klassisches Quiz, kann man mal sagen. Quiz? Ein Quiz. Ihr bekommt von mir 5 Dinge, Worte, Gegenstände, Gesten, irgendwas. Und 4 davon existieren tatsächlich genau so. Und eine haben wir uns ausgedacht. Eure Aufgabe ist es, von Runde zu Runde immer den Fake zu finden. Wir spielen insgesamt 7 Runden Best of 7. Das heißt, wer zuerst 4 Runden gewinnt, gewinnt dieses Spiel. Und wir fangen gleich mit Runde 1 an, weil es erklärt sich eigentlich am besten, wenn man es einfach macht. Runde 1 besteht aus Wortbedeutungen. Worten und ihre Bedeutungen. Wir haben aus 5 verschiedenen Ländern und deren Sprachen jeweils ein Wort und eine dazugehörige Bedeutung. Eine ist Quatsch, den Rest gibt es tatsächlich genauso. Wort Nummer 1 kommt aus Schottland und klingt so. Turtle. Damit ist gemeint der Augenblick des Zögerns, wenn man vergisst, wie jemand heißt, den man gerade trifft. Wort Nummer 2. Tingo. Das ist die Sprache der Osterinseln und es bedeutet das schrittweise Ausleihen von Dingen von einem Nachbarn, bis der nichts mehr hat. Wort Nummer 3. Super Wort. Das ist Tagalog, das spricht man auf den Philippinen und es bedeutet das Verlangen, jemanden so sehr zu quetschen und zu knuddeln, dass es demjenigen fast wehtut. Wort Nummer 4. Gjörflut. Isländisch und bedeutet die Sehnsucht nach einem Gefühl, das man noch nie gespürt hat. Und zu guter Letzt. Oh, Jayus. Jayus, Indonesisch und bedeutet bzw. soll das Gefühl beschreiben, wenn man lachen muss, weil der Witz so schlecht gewesen ist. Das sind die 5 Worte. Ist ja geil, guck mal, ich heiße Joko, ich fange mit J an im Englischen. Es gibt ein Wort, das heißt Jayus, was. Das ist ja Wahnsinn. Und du weißt, wie der indonesische Präsident heißt, ne? Ja, Joko. Eins dieser Worte ist Quatsch, den Rest gibt es tatsächlich genauso. Wenn ihr euch entschieden habt, loggt bitte eins ein. Joko, Klaas? Das habe ich jetzt hier, ich habe auf Einloggen gedrückt. Du hast einfach auf Einloggen gedrückt, ne? Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Dann schauen wir mal, was ihr eingeloggt habt. Ich habe jetzt hier was eingeloggt. Habe ich das jetzt richtig eingeloggt? Das weiß ich nicht. Du hast Turtle eingeloggt. Ja, richtig, genau. Das und Joko hat Giggle eingeloggt und die richtige Lösung ist Gjörflut, isländisch für die Sehnsucht nach einem Gefühl, das man noch nie gespürt hat. Ist das ein beziehungsweise Vulkan? Totaler Bullshit. Nee, der Vulkan, der heißt Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Okay. Ja, jeder Mensch kann eine Sache, ich kann den Namen dieses Vulkans. Kein Punkt für keinen von euch beiden. Nächste Runde Landesgrenzen. Juhu! Wir zeigen euch gleich 5 Kartenausschnitte von europäischen Karten bzw. deren da verlaufende Grenzen. Oben links vier ist Bild, ne? Dieser, ja. 4 dieser 5 Grenzverläufe gibt es tatsächlich. Einen haben wir uns ausgedacht. Welchen? Das möchte ich gerne wissen. I did it my way. Ich habe was eingeloggt, ich weiß noch nicht, ob es richtig ist. Wir schauen mal, was ihr eingeloggt habt. Klaas hat Karte Nummer 3, Joko hat Karte Nummer 4. Wir lösen mal auf, welche Karte tatsächlich eine Quatschkarte ist. Es ist Karte Nummer 1. Ah, okay. Und wir zeigen auch mal, was genau da falsch gelaufen ist. Wir haben einfach noch ein Land da unten dran gehangen. An den Zipfel. Ich glaube, das ist irgendwas im Süden. Mittelmeerregion, sowas. Das ist Italien, oder was? Italien, Griechenland und dann haben wir uns noch was ausgedacht. Ja. Stimmt, die Peloponnes. Ja. Ein Traumland. Jokos ja. Traumland. Das war Runde Nummer 2. Immer noch keine Punkte für niemanden. In Runde Nummer 3 geht es um Gestik. Ich zeige euch 5 Handgesten und die dazugehörige Bedeutung in verschiedenen Ländern. Wir sehen zuallererst in Australien das umgedrehte Victory-Zeichen, das heißt mit der Hand nach vorne. Das bedeutet in Australien quasi sowas wie ein Mittelfinger. Also ist quasi ja, das Pendant zum Mittelfinger. In dem Bild Nummer 2 seht ihr den ausgestreckten Daumen. In Griechenland bedeutet die quasi ausgestreckte Faust mit dem in die Luft gereckten Daumen so viel wie leck mich. Bild Nummer 3, die normale
gibst Lund. Ihm Hartgeste. Jakob Lund in Griechenland auf jedem Foto. Ja, allein Michael Schumacher früher, ne? Auch immer so gemacht. Ne? Überall auf der ganzen Welt hat er Fans und so. Und In Italien weist man mit Gestik Nummer 3, dem Satansgruß, wie man ihn auch gerne nennt, eine Person darauf hin, dass der jeweilige Ehepartner oder die Ehepartnerin ihn oder sie betrügt. Geste Nummer 4, die ausgestreckte Hand, mit der verflucht man in Nigeria jemanden. Und Geste Nummer 5 aus Portugal, die bedeutet, sei auf der Hut. Eine dieser Gesten ist totaler Quatsch, beziehungsweise die Geste gibt es natürlich trotzdem, aber hat mit der Bedeutung nichts zu tun. Die anderen 4 sind tatsächlich von uns ausführlich recherchiert. Welche ist Quatsch? Habt ihr was? Mhm. Perfekt, dann lösen wir mal auf, was ihr eingeloggt habt. Klaas sagt, der Daumen in Griechenland ist Quatsch. Italien sagt, Joko ist Käse. Die richtige Antwort ist, beziehungsweise die falsche Antwort ist tatsächlich Portugal. Dieses sei auf der Hut ist Quatsch. Den Rest gibt es tatsächlich genau so. Da muss man aber wirklich aufpassen in Griechenland. Mit dem. Immer noch steht es 0-0. Schmeckt das Essen? Und wir befinden uns aktuell noch punktlos in der nächsten Runde. Runde Nummer 4. In Runde Nummer 4 geht es um Musik. Ich spiele euch gleich nacheinander 5 Songs an, die angeblich alle 5 mal ein echter Wettbewerbsbeitrag beim ESC waren. 4 davon, da war das tatsächlich so, bei einem ist das totaler Quatsch. Das könnte wirklich alles sein. Das ist richtig. Wir starten mit Song Nummer 1, der kommt aus Österreich und klingt so. Keine Sorge. Meiner Meinung nach guter Song. Also. Richtig guter Song. IASI heißt dieser Song, wie man auf Österreichisch bestimmt verstehen kann. Und Global Kreiner heißt die Band, falls Sie das zu Hause sofort bei Spotify suchen möchten. Zweiter Song kommt aus Bosnien-Herzegowina und klingt so. Er klingt ein bisschen so, als wenn ich in der Thai-Oase Eros Ramazzotti singe morgens um 4. Laka Pokujai, so heißen Band und Interpreten. Song Nummer 3 aus Dänemark. Ja. Falco-esque, wie gut. Was? Ja, doch, so ein bisschen Falco-mäßig, fand ich auch. Okay, gut. Ja, wir müssen uns ja nicht in allem einig sein. Hügge heißt der Song, Henrik Madsen heißt der Sänger. Song, Beitrag Nummer 4, kommt aus Montenegro und klingt so. Euro, Neuro, I got no ambition for high position in the competition with air condition. Different mission, different school, I got only one rule. Always stay cool like a swimming pool. Euro, Neuro. Euro, Neuro. Euro, Neuro. Monetary breakdance. Euro, Neuro. Der klingt ein bisschen, als wäre einer auf allen Instrumenten gleichzeitig ausgerutscht. Ja, ist doch egal, aber es macht doch irgendwie Bock, der Song. Euro, Neuro, Rambo Amadeus und jetzt last but of course not least aus Großbritannien. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Auch hier ein schönes musikalisches Masterpiece. Ich finde das schön, dass Nadel auch mal wieder was singt.
Gemini Crybaby. So. Warte, ich suche mir kurz was aus. Such dir kurz was aus. Also, 4 Songs sind echte ESC-Teilnehmer-Songs. Einen haben wir uns allerdings komplett ausgedacht, habe ich gerade gesagt. Ich dachte, das wäre ein echter Song. Ja. Aber gut, naja. Hast du was, Joko? Ja. Ja, fantastisch. Klaas? Ja. Okay, cool. Wir lösen auf, was ihr habt. Klaas sagt, der Song aus Bosnien-Herzegowina ist ausgedacht. Und Joko sagt, die die Dänemark-Nummer ist natürlich totaler Quatsch. Wir hören mal rein, welcher Song tatsächlich ein Quatsch-Song ist. Du hast recht, Joko. Nummer 3 ist der Fake-Song. Erster Punkt für Winterscheid. Wie verrückt. Hügge. Wahnsinn. Also Huhn. Ja, möchte noch kurz zum Hintergrund des Songs sagen. Den hat sich tatsächlich, haben sich findige Mitarbeitende eurer Firma selber ausgedacht. Und für, falls ihr euch fragt, worum es geht, ist es ein intellektuell relativ anspruchsvoller Song. Es geht nämlich um die Zubereitung eines Spiegeleis, das allerdings auf Dänisch. So, wir kommen zu Runde Nummer 5. Erster Punkt ist endlich verteilt. In Runde Nummer 5 geht es um Nationaltiere. Haben ja, die meisten Länder haben sich ja irgend so ein Viech aufs Wappen geknallt. Hier sehen wir 5 Tiere, die angeblich alle 5 das Nationaltier bestimmter Länder sein sollen. Bei 4 stimmt das, 1 ist Quatsch. Wir fangen oben an bei Schottland, die haben angeblich das Einhorn. Das Nationaltier von Wales ist der Drache. Das Nationaltier von Costa Rica ist das Faultier. Das Nationaltier von Kambodscha ist der Koboldmaki. Und das Nationaltier von Island ist der Papageientaucher. Was ist Fake? Was war das letzte? Entschuldigung. Der Papageientaucher für Island. Das oben links hat Mutter Wollny auf der Wade tätowiert, das weiß ich. Aber ob das jetzt ein Nationaltier ist? Das hast du oben links, das Einhorn. Ja. Das da? Mhm. Ja, das bin ich mir. Das habe ich mal entdeckt. Joko hat auch eingeloggt, fantastisch. Dann schauen wir mal eure Auswahl an. Beide nehmen den Papageientaucher, das Nationaltier von Island. Das existiert tatsächlich genauso, auch für Island. Was wir uns ausgedacht haben, ist das Nationaltier von Kambodscha, der Koboldmaki oder auch das kleine LSD-Viech. Das gehört tatsächlich nicht zu Kambodscha, zumindest nicht auf das Wappen. Dementsprechend kein Punkt für keinen von euch beiden. Das ist der sogenannte Berghainaffe? Nee, das ist Elon Musk, als er nicht reinkam. Runde Nummer 6, Nationalgerichte. Es steht immer noch 1-0 für Joko. 4 echte Nationalgerichte und ein völlig aus den Windungen der Gehirne eurer Mitarbeitenden rausgekocht. Als erstes seht ihr ein ausgebrütetes, gekochtes Ei. Das ist ein Nationalgericht auf den Philippinen. Aus Mexiko ein gedünstetes Eichhörnchenherz. Aus Japan der Thunfischaugapfel. Aus China die betrunkene Garnele. Und aus den USA ein gebratenes Gehirnsandwich. 1 dieser 5 ist ein Fake, der Rest ist tatsächlich ein Nationalgericht. Ein Nationalgericht? Ja, aber nicht das. Man kann ja mehrere. Hast du? Ja. Joko? Mhm. Got it. Gut, dann lösen wir einmal eure Auswahl auf. Joko sagt, das gedünstete Eichhörnchenherz ist Quatsch und Klaas sagt, das gebratene Gehirnsandwich. Und die richtige Antwort ist, aus Mexiko kommt vieles, aber nicht das gedünstete Eichhörnchenherz. Und das ist der 2. Punkt für Joko und damit kann er nicht mehr verlieren. Ha! Dieses Spiel geht auf dein Konto. Don't call it a comeback. Das ist mein erster Punkt heute Abend. Dein erster Studiopunkt. Mein erster Studiopunkt. Ja. Ich bin zurück.